Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mein Aufgebraucht-Video für dich von dem Monat Mai. Also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen. Das wird ein langes Video. Hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und wie das bei meinen Aufgebraucht-Videos so Fall ist, gibt es auch noch eine kleine, aber feine Verlosung für dich. Ja, in diesem Video. Also du wirst immer in diesem Video sehen, welche Produkte du so gewinnen kannst. Also schau dir das Video einfach an. Mensch, es ist 9:45. Ja, es war warm heute und ich habe sehr viele Videos gedreht. Deswegen verzeiht es mir, das ist jetzt mein letztes Video für heute, was ich drehe. Ja, ich drehe immer mehrere am Stück am Wochenende. Ne? Man muss ja alles unter einen Hut kriegen. So, ich laber. Los geht's. Mit dem Gesicht. Ich habe das in meinen Kategorien unterteilt. Also das finde ich immer ganz praktisch. Ich habe meinen ganzen Beauty- und Haushaltsmüll für dich sortiert und kann das jetzt entsprechend vorstellen. Als erstes habe ich hier von E+M Freistil-Sensitiv die Feuchtigkeitscreme. Die hatte ich in einer Beauty-Box mit drin und die war gut. Also die war wirklich gut. Die hat hier oben diesen R2D2-Spender, den finde ich total großartig. Und die riecht so schön. So ein Hauch süß, aber ganz dezent und die ist toll. Die spendet wirklich toll Feuchtigkeit und macht das Gesicht schön. Hat mir gut gefallen, kann ich empfehlen. Dann habe ich hier von Etrebelle Aloe Vera das Eye Contour Gel leer gemacht. Ich habe es tatsächlich leer gemacht, auch wenn es gebrannt hat wie Sau, denn ich habe es am Ende für die Beine verwendet. Ja, ich habe, ich weiß nicht, jetzt glaube ich wetterbedingt, aber auch dadurch bedingt, dass ich die Pille abgesetzt habe, doch eine etwas andere Haut bekommen. Das heißt, sie ist etwas sensibler als sonst und ja. Da war das hier ein bisschen nicht so nett zu mir und hat gemacht, dass es unter den Augen wirklich gebrannt hat. Und dann habe ich es halt auf den Beinen verwendet und dann war es halt ruckzuck leer, weil es ist ja nur ein kleines Tübchen, ne? Ja, war nicht meins. Deswegen wandert das in den Müll, beziehungsweise ist ja auch leer. Als nächstes habe ich ein Micellenwasser von BB leer gemacht. Ich steige jetzt um und benutze nur noch Rosenwasser. Das heißt, ich versuche jetzt erstmal alles entweder soweit aufzubrauchen, was ich habe, oder entsprechend in Tauschpaketen, Trashpaketen, wie auch immer, weiterzugeben, weil ich gemerkt habe, dass das Rosenwasser für mich einfach top ist und ich diese Micellenwasser einfach nicht richtig vertrage. Ich meine, sowas, das musst du ja auch benutzen und dann wieder abwaschen, weil das ja eigentlich auch zum Make-up entfernen ist. Ich habe mir das sonst immer so als Grundlage unter meiner Feuchtigkeitscreme aufgetragen. Das war nicht so gut. Genau. So. Von BB ist es das sanfte Micellenwasser für empfindliche und trockene Haut. Habe ich jetzt leer gemacht und habe ich, wie gesagt, als Grundierung genommen für meine Feuchtigkeitspflege. Ja, ne? War lästig, weil man das halt abwaschen musste. Ich habe es jetzt nicht genommen, um damit Make-up zu entfernen. Dafür habe ich andere Produkte. Würde ich mir nicht wieder kaufen, weil ich jetzt ja umgestiegen bin. Würde ich das empfehlen, um die Haut zu reinigen? Ja, wenn du nicht so sensible Haut hast, sag ich mal. Auch wenn hier drauf steht für empfindliche Haut. Aber für mich war es nichts. Hat jetzt nicht gebrannt oder so, aber war nichts für mich. Dann habe ich, wie schon erzählt, etwas anderes genommen, um mein Make-up zu entfernen. Vor allem mein Augen-Make-up von Simple. Das ist der Augen-Make-up-Entferner. Entfernt auch wasserfeste Mascara. Das kann ich so unterschreiben. Also der hat wirklich seinen Dienst gut gemacht. Das ist eine Marke, die jetzt auch neu bei DM ist. Die kannst du dir auf jeden Fall mal anschauen. Die solltest du dir auch mal anschauen. Hatte ich jetzt auch in der Beauty-Box mit drin. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und mir nachkaufen, wenn ich nicht noch so viel da hätte. Aber ja, hat super alles soweit entfernt. Dann nehme ich ja immer meine Norville-Abschminkpads, mache mir das drauf, dann aufs Auge legen, einweichen lassen, 10 Sekunden und dann abmachen. Genau. Kann ich empfehlen, war wirklich auch angenehm für meine sensible Augenpartie. Dann habe ich ein Gesichtspeeling leer gemacht, das war von Unani. Das habe ich, glaube ich, aus dem Glossy Box Adventskalender, bin mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Fresh Food Skincare mit Orange. Da waren halt auch so richtige Stückchen drin. Der letzte Rest vom Schützenfest befindet sich auch noch hier unten so ein bisschen drin. Kriegt man so nicht mehr gut raus. Und es war auch irgendwann sehr blöd zu benutzen, weil diese Verpackung sehr, sehr, sehr fest ist. Und dementsprechend war es nicht so einfach, das da entsprechend rauszubekommen. Und ich fand das Peeling auch sehr hart.
aber gleichzeitig sehr gelig. Also es war irgendwie nicht so, dass du es dir drauf machst und dann schäumt es vielleicht angenehm und du kannst es schön verteilen und einmassieren, sondern es war irgendwie sehr stockend, das Ganze. Also für mich war das nichts, ich würde es mir nicht nachkaufen und ja, zumal das wahrscheinlich auch, soweit ich mich erinnern kann, ein relativ teures Produkt war. Ja, würde ich so auch nicht empfehlen. Für das Gewinnspiel packe ich mit in die Box von Clinique Clarifying Lotion. Ja, ne? Das ist aus dieser Three Steps-Reihe, glaube ich, und habe ich auch aus der Clinique-Box tatsächlich. Und ja, das Ding wird mit in die Verlosung wandern. Masken habe ich tatsächlich sehr, sehr viele gemacht, weil meine Haut sich nach dem Sonnenallergieschub, den ich im April hatte, sehr gut erholt hat und ich endlich wieder Normalmasken benutzen konnte. Oh, es tat so gut, ich sage euch das. Da habe ich zuerst mal so eine Hormocenta 7 Tage Ampullenkur gemacht. Das ist diese hier. Die kann ich euch empfehlen. Die hat meine Haut schön gepflegt, hat schön Feuchtigkeit gegeben und ja, Regeneration, Vitalität, keine Ahnung. Aber sie hat auf jeden Fall Feuchtigkeit gegeben und meine Haut hat sich schön dadurch gefühlt, hat gestrahlt und ja, habe ich abends immer verwendet und das waren 7 Ampullen und das war toll. Kriegst du, glaube ich, auch im DM, soweit ich weiß. Ja, dann habe ich eine Maske gemacht von Facial Mask Bio Bell ist das, glaube ich. Diese Dream Skin Maske, oh, die war toll. Die hat schön gerochen, die war sehr, sehr sanft, hat auch ein relativ dünnes Vlies gehabt. Das ist ja eine Tuchmaske. Das war toll auf der Haut, hat mir sehr gut gefallen. Und ich meine, ne, Packaging Goals, sorry. Und ja, war eine tolle Geschichte, hat mir echt gut gefallen, würde ich mir auf jeden Fall nochmal kaufen. Dann habe ich hier von Schäbens die Hyaluron Hydrogel Maske gemacht, Mega Booster. Das ist so eine zweigeteilte Maske, die war auch großartig. Ja, hat richtig schön meine Haut mit Feuchtigkeit versorgt und Strahlen, Ausstrahlung, Feuchtigkeit, wie auch immer gegeben, hat mir gut gefallen. Mit Hyaluronsäure, Algenextrakt, Urea für alle Hauttypen. Guckt euch die an, die kostet nicht viel und die ist ganz, ganz toll. Löst mittlerweile meine Neutrogener Lieblingsmasken ab, ja. Muss ich sagen. Das ist krass. Die ist toll. Weil die auch echt was macht, ne? Das hat mir gut gefallen. So, bei dieser Maske hier von Love Rose, die ist hier drin, da könnt ihr nur noch die Verpackung sehen, weil ich die Rose komplett aufgebraucht habe, hatte ich mir eigentlich, also meine Vergangenheits-Claudi hat an die Zukunfts-Claudi oder jetzt Gegenwarts-Claudi oder eigentlich dann ja auch schon wieder Vergangenheits-Claudi, egal, einen Zettel geschrieben, weil ich sie falsch verwendet habe. Ich habe mittlerweile von dem Team von Love Rose eine neue geschickt bekommen, weil ich es falsch gemacht habe. Ich hatte auch auf Instagram davon erzählt und die hatten das gesehen und gesagt, hey Claudi, das hast du auch ein bisschen missverstanden. Ich habe nämlich die ganze Rose genommen und auf mein Gesicht gepackt. Kein Wunder, dass sie dann krümelig wird und es so ziemlich viel wirkte. Du nimmst dir im Prinzip nur ein bisschen was, brichst es dir ab, machst es ein bisschen zwischen den Fingern und gibst es dann auf dein Gesicht. Ja, ne? Auch Maskenguru Claudi macht manchmal Blödsinn. Auf jeden Fall ist es so, dass wenn du die Maske aufträgst, du dann einen leichten Cremefilm auch auf der Haut bekommst und dann schön diese Peelingkörner einreiben kannst. Dann lässt du das Ganze so ein bisschen auf der Haut drauf und kannst es dann abspülen. Es ist so ein schönes Gefühl nachher von der Haut. Also das hatte ich halt auch. Ich hatte halt nur die ganze Rose genommen und habe mir gedacht, warum ist sie so krümelig? Weil ich zu viel genommen habe. Ja, ne? Super schönes Packaging war in einer Beautybox mit drin und ich habe jetzt auf jeden Fall wieder die Chance, eine zweite Chance und kann sie nochmal benutzen. Die steht, glaube ich, hier hinten sogar. Ja, habe ich nämlich eben in meinem Kosmetik Verless Haul gezeigt. Da habe ich nämlich gezeigt, dass ich auch ein Paket bekommen habe von Love Rose. Ja, auf jeden Fall schöne Verpackung. Die kannst du eigentlich auch super schön weiterverwenden, ne? Weil die so hübsch ist. Ich muss mal gucken, wofür ich die weiterverwenden kann, weil die so schön ist. Da ist hier so ein Herzchen drin und so, ne? Ach, die ist so schön. Kann man vielleicht auch für Hochzeiten nehmen und da einfach so Geld reinmachen oder so. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das stelle ich mir zur Seite. Zack. So, die nächste Maske, die ich gemacht habe, war auch toll. Die Disney-Maske Hello Beautiful für ein angenehm entspanntes Hautgefühl, verwöhnende Tuchmaske. Ja, die war schön, die hat mir gut gefallen, die hat meine Haut auch wirklich verwöhnt und Feuchtigkeit gespendet und gut gerochen. Ja, eine Maske, die ich richtig geil fand, ist hier von The Body Shop Japanese Matcha Tea Pollution Clearing Mask. Also die hat meine Haut schön geklärt, hat sich ein bisschen warm erst auf der Haut angefühlt,
Dann habe ich die abgespült und es war ein schönes, erfrischendes Gefühl. Auch das habe ich auf Instagram mit euch geteilt. Genau, schreibe ich hier mal meinen Instagram-Namen rein. Schau auf jeden Fall mal vorbei, falls du es noch nicht getan hast. Dann habe ich hier die Gold Lip Mask ausprobiert. Ja, die hat nichts gemacht, finde ich. Die ist von Action. Das ist halt so ein Gel, Silikonvieh, was du dir dann auf die Lippen legst. Ist natürlich ganz nice für meinen Freund, wenn ich für 20 Minuten einfach mal den Mund halte. Aber ja, also wirklich meine Lippen gepflegt hat es jetzt nicht unbedingt. Ob ich jetzt einen Lippenpflegestift verwende oder das hier, ne? Naja, ist auf jeden Fall jetzt benutzt worden. Aus dem Bereich Masken packe ich dir mit in das Gewinnerpaket von Biore die Aktivkohlemasken. Und das sind diese One-Minute-Thermomasken. Und ich glaube, da sind 4 Stück sogar drin. Finde ich sehr, sehr gut. Ist super für die Haut und habe ich auch immer bei mir als Backup im Schrank, weil die toll sind. Der Bereich Haare fällt dieses Mal gar nicht so riesig aus. Da habe ich wirklich nicht viel, so viel. Also es geht. Von Gliscur habe ich hier den schwerelosen Gel Conditioner zum Ausspülen aufgebraucht. Da ist auch noch ein bisschen drin. Das kriegst du nicht mehr so schön raus. Toll fand ich, dass es ein Pumper war. War sehr, sehr angenehm. Blöd fand ich das Gefühl. Es war einfach so ein stumpfes Gel quasi, was ich mir so in die Längen und in die Spitzen ja quasi reingemacht habe. Hat mir nicht so gefallen. Von der Pflegewirkung her würde ich auch sagen, dass er nicht so bombastisch war. Also, so sehr ich Gliscur liebe, aber dieses Produkt war irgendwie Mist. Naja, was ich halt zeitgleich verwendet habe, ist hier von Naturschön das Glanz-Shampoo. Das ist von DM ja die, oder von Alverde? Nee, Alverde ist das gar nicht, ne? DM, ne? Doch, von Alverde Naturkosmetik, genau. Das ist ja auch so eine neue Reihe, das ist dieses Kirschshampoo. Hatte ich in meiner Kirschbox von DM auch mit drin. Auch das in einem Pumpspender, sehr, sehr cool. War auch ganz schön, hat auch schön Glanz gemacht, aber nicht so schön wie andere, die ich so kenne. Das heißt, nachkaufen würde ich mir das nicht. Vom Duft her fand ich das toll, hat mir gut gefallen. Von der Pflegewirkung her kenne ich bessere. Dann habe ich diese zwei hübschen hier leer gemacht. Die waren, glaube ich, in meiner Luxury-Box mit drin. Das ist von Comfort Zone. Tranquility Shampoo und Tranquility Conditioner. Die habe ich gleichzeitig leer gemacht. Das ist ein Haar. Das muss weg. Vom Duft her rochen sie so ein bisschen wie das Shampoo beim Friseur. Also halt schon hochwertig, ne? Ja, aber irgendwie halt auch ein Stück weit männlich. Also Pflegewirkung war auch wieder toll, hat mir gut gefallen. Von der Anwendung her hat es mir auch gut gefallen. Nur den Duft mochte ich nicht so gerne. Eine Haarkur habe ich leer gemacht und das war die von Desange. Reparatur- und Aufbaumaske mit Buriti-Öl ohne Silikone aus der Absolute Repair-Reihe. Hui, das war gut. Das war richtig gut. Das ist so teuer, glaube ich, ne? Oh. Das roch wirklich schön. Also, wirklich schön. So, wie beschreibe ich das? Wie eine Haarkur riechen muss. So hat das gerochen. Und richtig toll. Cremig, pudrig, sanft, leicht süß, leicht orientalisch. So würde ich das beschreiben. Hat mir aber echt gut gefallen, ne? Schade, dass sie leer ist, aber sie war toll. Kräftigt und baut geschädigtes Haar gezielt auf, schwerelos, leichtes Haargefühl und Griffigkeit. Ja, mega. Hatte ich auch in der Box drin. Mega. Richtig, richtig cooles Produkt. Das kann ich absolut empfehlen. Und im Bereich Haare kommt die New Pflegende Kur Sparkle on Roses mit in die Verlosungskiste. Haushalt. Es ist viel. Deswegen, ich hatte eigentlich erst gedacht, ich mache ein separates Video. Aber weil ich bin, habe ich mir gedacht, nö, mache ich nicht. Genau, da habe ich einmal von Jessa die Slip-Einlagen Flexiform schwarz leer gemacht. Kaufe ich mir immer wieder nach, sind total super, sind haltbar, kannst du flexibel benutzen, sind die flexiblen und ja, sind einfach gut. Das funktioniert bei mir einfach. Deswegen habe ich da auch nicht nur die schwarzen leer gemacht, sondern auch zweimal die weißen. Einmal in der alten Verpackung, einmal in der neuen Verpackung, ne? Das sind ganz schön viele, aber ich brauche die einfach. Das ist bei mir leider so ein Problem, ne? Machst du nichts dran. Aber ich kaufe die immer wieder nach und ich habe sie sehr gern.
Dann habe ich leer gemacht eine, oder jetzt aktuell in Verwendung, von Chibo, die Citronella Candle Kerze. Das ist so eine Zementschale und die ist super schön für draußen, denn die ist auch so ein bisschen dafür da, dass du quasi so Mücken und sowas vertreiben kannst. Also wenn du auf der Terrasse sitzt und die Kerze anhast, dann hast du weniger Mücken. Ist echt gut, kann ich empfehlen. Die ist auch relativ groß, hat drei verschiedene Dochte, weiß ich nicht. Wie ist denn die Mehrzahl von Docht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die in Verwendung und finde die super toll. Brennt auch langsam. Also die haben wir jetzt schon ein paar Abende draußen an und du siehst kaum, dass die irgendwie an war. Das ist richtig toll, kann ich nur empfehlen. Geiles Teil. Ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt. Das ist halt bei Chibo immer so eine Sache, weil es Aktionsware ist. Ne? Und dann haben wir hier von Finish Powerball Classic, ja, die Viecher leer gemacht für die Spülmaschine und die sind ganz gut, ne? Die haben auch wirklich verhindert, dass unser Geschirr blind wird. Wir hatten das ein oder andere Mal, dass unsere Spülmaschine nicht richtig gewaschen hat, aber ich glaube, dass es eher daran lag, dass sie zu voll war. Und das würde ich jetzt nicht dem hier zuschreiben, denn das Produkt ist eigentlich ganz toll und gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, hatten wir jetzt, weil eine neue Postbörse aufgemacht hat, vergünstigt bekommen. Ich weiß gar nicht, da steht nichts mehr drauf, ne? Ne. Doch, 4,99, das war echt günstig. Einen Hygienespüler von Domol haben wir leer gemacht. Ja, ne, den haben wir ja eigentlich eher so, du weißt ja nie wirklich, ob das so ist, wie es ist, aber die Wäsche riecht einfach besser, finde ich. Gerade so, was diese ganzen Schweißflecken unter den Achseln angeht, ich finde, wenn du das nicht benutzt, dann riechen die, auch nach der Wäsche halt noch, ne, weil die Bakterien sich da ja dran setzen. Und wenn du das hier verwendest, tut es das nicht mehr. Ob es jetzt die Verfärbung, also die Vergilbung zum Beispiel von weißen T-Shirts verhindert, würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Aber es macht auf jeden Fall, dass die Wäsche frischer riecht irgendwie. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Ich meine, wem gefällt das nicht, ne? Ja, dann habe ich hier auch einen Weichspüler leer gemacht von Lenoir Goldene Orchidee. Der war richtig toll. Der hat gut gerochen und auch noch lang angehalten. Entschuldigung. Frische Depot und so weiter. Steht ja alles hinten drauf. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Würde ich auch nachkaufen. War echt toll. Ja, ne? Und bei uns halten die dann auch relativ lange, weil wir das ja nicht nur für, also wir machen ja dann nicht nur Weichspüler rein, sondern wir machen Weichspüler, Hygienespüler und normales Waschmittel mit rein. Dann, ne? Ist ja auch irgendwann der Pott voll. Dann von Denk mit das Color Waschmittel. Lotusblüte und Aloe hat richtig toll gerochen. Hier ist noch ein bisschen drin. Okay, kann ich gleich noch verwenden. Und der hat uns auch sehr gut gefallen, hat gut gerochen, schön blumig gerochen, aber gleichzeitig auch ein bisschen frisch, also nicht zu mädchenmäßig. Und hat aber ja jetzt nicht Ewigkeiten angehalten. Du brauchtest schon noch irgendwie was wäschemäßig, so ein Wäscheparfüm oder ein Weichspüler mit dazu. Sonst hat die Wäsche nicht lang genug gerochen. So. Ein Rohrreiniger haben wir auch leer gemacht von Denk mit. Der war gut, der hat das Rohr frei gemacht. Kannst nichts zu sagen, ist günstig, verwenden wir gerne. Als nächstes haben wir für die Toilette leer gemacht von 00 das WC Aktivgel Cool Arctic. Das war sehr gut, das hat schön sauber gemacht, alles entfernt, was es entfernen soll. Und würde ich mir auf jeden Fall wieder kaufen. Und ich bleibe auch bei 00, weil mir das echt gut gefällt und mich bislang am meisten überzeugt hat. Dann haben wir hier so einen No-Name Putzmeister Universal Reiniger Spray leer gemacht. Ich finde, der hat gestunken. War hier mit so einem Sprüher, der jetzt auch schon wieder sich hier oben gelöst hat. Das war halt alles auch eher so, weil dieses Ding hier einfach viel zu lang ist. Hätte man auch einfach kürzen können, aber nein, der hält einfach nicht oben. Naja, auf jeden Fall haben wir den leer gemacht. Ich weiß gar nicht, wo der herkam. Der war auf einmal da. Haben wir vielleicht auch von der Postenbörse oder so? Na, da haben wir ja so vieles immer hier. Und als nächstes habe ich von Alta Pharma diese Immunkur gemacht. Das ist mit Vitamin C, Vitamin D, Zink und Selen als Beitrag für eine normale Funktion des Immunsystems. Und das ist halt auch so eine Wochenkur. Und ich finde, dass es mir sehr gut geholfen hat, weil ich persönlich hatte jetzt keine Probleme mit Schnupfen, Erkältung oder sonst irgendwas, was man ja vielleicht mal so bei Wetterumschwüngen hat. Hatte ich gar nicht. Hat mir sehr gut gefallen. Kann ich euch empfehlen. Huch. Ruhe hier. Da hast du einfach sieben von diesen Ampullen drin. Und da trinkst du einfach eine von am Tag und dann stärkt das dein Immunsystem. Ich finde das gut. Mir hat es gefallen. Ja. Von Alouette haben wir Schäfchenklopapier leer gemacht. Das war halt so ein Designklopapier. Da waren auch richtig Schäfchen draufgedruckt. Das hat mir richtig gut gefallen. Und es hat auch einen ganz leichten Frühlingsduft gehabt. So ein Designklopapier mag ich.
wenn das halt auch wirklich was macht. Also wenn du da auch wirklich was von hast, dass es ein Design-Klopapier sein soll. Ganz anders war das nämlich hier bei den Küchenrollen, Küchentüchern. Design, war das Winterdesign oder sowas? Stand hier auf jeden Fall irgendwas drauf. Design, drei Riesenrollen, auch 100 Blatt. Und hier waren halt so Viecher drauf gedruckt, also quasi diese Sternchen und so weiter, ne? Auf der Küchenrolle waren sie nur eingestanzt. Das fand ich ziemlich öde. Würde ich mir nicht nochmal kaufen. Hatte ich online bestellt, war ein Fehler. Dann haben wir hier von Rhinex ist das, glaube ich, Fliegenfensterstreifen leer gemacht. Wir haben halt in der Küche ab und an mal Fruchtfliegen oder hier allgemein, weil wir sind halt hier sehr ländlich unterwegs und dann hast du halt einfach auch mal Fliegen und Insekten. Möchte ich aber nicht im Haus haben, deswegen habe ich diese Streifen, die ich dann ins Fenster klebe und ja, ne? Das sind halt diese Fensterstreifen. Das sind halt, finde ich, besser, als wenn du diese, wie heißen die Dinger denn nochmal? Diese Spiralen, die man überall hinhängen kann, die finde ich furchtbar, die finde ich auch eklig. Das ist nicht so, das ist besser. Da fressen die quasi das, was auf dem Streifen drauf ist und ja, liegen dann quasi unten auf der Fensterbank und dann kannst du die einfach absaugen. Finde ich gut. Nachkaufprodukt, auf jeden Fall. Ich habe eben was von Wäscheparfüm erzählt. Da habe ich hier von Denk mit die Wäscheparfüm-Cups geholt und benutzt. Sensual Fresh. Und die würde ich mir definitiv auch nochmal holen. Die haben sich super aufgelöst, haben gut frische versprüht und so einen schönen Frühlingsduft hatten wir. Kann ich echt empfehlen, war toll. Dann haben wir noch zweimal feuchte Einzwecktücher leer gemacht. Einmal von G5, das ist, glaube ich, von Lidl. Die haben mir sehr gut gefallen, haben halt einfach sehr desinfektionsmittelmäßig gerochen, also sehr frisch. Und die von Denk mit feuchte Allzwecktücher mit Granatapfel, die fand ich einfach hier in der Küche auch ganz angenehm. Ja, war nicht zu penetrant, der Geruch hat mir gut gefallen und haben halt auch einfach gereinigt, ne? Das ist für mal eben kurz immer eine schöne Sache. So, was haben wir hier noch? Ein bisschen. Von Airwick eine Duftkerze Sommerbrise, brennt hier gerade, riecht super toll. Hier sind zwar so Vanilleblüten abgedruckt, aber die riecht wirklich eher so allgemein blumig, dezent pudrig, frisch. Sehr, sehr angenehm. Ja, ne? Hat mir gut gefallen, würde ich nachkaufen. Dann eine weitere Duftkerze habe ich hier auch aufgebraucht. Von Profissimo ist die mit Mango oder Mango Slush hieß die. Ja. Würde ich mir nicht nochmal nachkaufen, weil die halt sehr noch so einen bitteren Unterton hat. Hat mir nicht so gut gefallen. So ist die übrigens abgebrannt, also eigentlich ganz gut. Hatte ich auch im Hintergrund stehen oder im Wohnzimmer, das weiß ich gar nicht. Ja, ne? Aber war ganz in Ordnung, war aber jetzt nicht mein Favorite. Zwei Zahnpasten habe ich aufgebraucht. Einmal von Elmex, die Repair and Prevent Zahnpasta. Die war richtig, richtig toll. Die war schön, die war mild, die war nett. Die hat meine Zähne gereinigt, ohne irgendwie zu brennen oder sonst was. Tolles Produkt, habe ich auch wieder bei mir stehen. Und dann habe ich von meiner Arma Brush ein Pöttchen leer gemacht, die Whitening Toothpaste. Auch da ist wieder noch ein bisschen was hier unten drin. Das ist eben das Problem bei diesen Pots, dass immer was drin bleibt, weil halt dieser Spender nicht tief genug reinkommt und nicht alles an Produkt rausbekommt. Ja, aber die benutze ich immer morgens. Gutes Produkt für morgens, wenn man abends nochmal normal seine Zähne putzt mit einer Handzahnbürste. Genau, aber das ist ein Streitthema, Leute. Habe ich einfach aufgebraucht. So, dann habe ich hier noch die Propolis-Salbe Hanosan aufgebraucht. Die finde ich immer super, wenn ich jetzt irgendwelche Pickel habe oder irgendwelche Verletzungen. Propolis ist einfach eine gute Geschichte. Was lehne ich mich eigentlich gerade zurück? Propolis ist einfach ein gutes Zeug, was ich damals von einer Heilpraktikerin empfohlen bekommen habe. Die hier war übrigens auch schon 01/2018 abgelaufen. Ich habe sie trotzdem bis zum Ende benutzt, habe mir die mittlerweile neu gekauft. Und ja, die kann ich sehr empfehlen. Gutes Produkt, gutes Produkt, gutes Produkt. Verlinke ich dir in der Infobox, ist wirklich toll. Kannst du auf alles drauf machen, auf Herpes, auf Pickel, auf Wunden, auf alles. Wirklich. Für den Bereich Haushalt packe ich euch zwei Sachen mit in die Gewinnerbox. Einmal von Cosphera Biotin Vitamin B7 Tabletten. Das ist für die Haare und so. Also wenn man da Bock drauf hat, ne? Muss ja nicht. Du musst ja nicht alles benutzen, was in der Box drin ist. Und weil ich bin, packe ich dir noch so einen kleinen Anstecker mit einem kleinen Dino rein. Der war in der Pinkbox und alle waren scharf drauf. Jetzt kommt er mit in die Box.
Und weiter geht's mit dem Bereich Körper. Da habe ich einiges aufgebraucht. Ich habe keine Ahnung warum. Vielleicht, weil die Sonne rauskommt und es wärmer wird. Wir schauen mal. Als erstes habe ich von Rituals das Körperpeeling leer gemacht. Das ist das Ritual of Sakura Softening Rice Scrub. Fand ich mega gut. Das war so ein toller Duft. Ich liebe ja sowieso die Ritual of Sakura Reihe. Und das war auch von der Peeling-Wirkung für den Körper her wundervoll. Kann ich jedem ans Herz legen. Es ist aber ein bisschen teurer, weil es halt Rituals ist. Aber es ist toll. Gibt bestimmt auch vergleichbare in der Drogerie, aber es hat echt toll gerochen. Also ich mag einfach diesen Kirschblütenduft, der da auch mit drin ist, unheimlich gerne. Tolles Produkt, kann ich empfehlen. Dann habe ich leer gemacht eine Duschgel. Ein Duschgel von Palmolive, Aroma Sensation so Luminous. Das riecht quasi nach Macadamia und Pfingstrose. Sehr, sehr schön, hat die Haut schön gereinigt, gepflegt und super toll gerochen. Bei mir ist es so, dass die Duschcremes, Duschgels, wie auch immer, natürlich nicht ewig anhalten. Also der Duft verschwindet sehr schnell bei mir, weil ich mich direkt nach dem Duschen immer eincreme. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, wie lange dieser Duft auf der Haut bleibt. Aber für das Duscherlebnis an sich war es ein super tolles Produkt. Hat mir gut gefallen. Genauso wie von Original Source, Creamy Vanilla and Raspberry. Dieses Duschgel, was ich hier auch hatte, das war, glaube ich, auch mal in der Glossy Box Young mit drin. Das fand ich super toll vom Duft her. Du hast hier diese Tropfen, dass du es gut festhalten kannst. Du hast das Produkt gut rausbekommen und es ist vegan, es ist mit natürlichen Inhaltsstoffen, es ist toll, ich kann es empfehlen. Ein gutes Produkt, schaut euch das auf jeden Fall an. Riecht mal dran, dieser Geruch von Himbeeren. Ich glaube, Raspberry ist Himbeere, ne? Weiß ich nicht, ich bringe das immer durcheinander. Egal, von Himbeere und Vanille ist wirklich göttlich, so, so sanft. Mega geil, meins, voll meins. Ein Produkt musste ich jetzt leider aussortieren, weil es mir, glaube ich, gekippt ist. Das hatte ich auf der Arbeit stehen. Pflegecreme von Balea Art Edition mit exotisch süßem Duft. Als ich letztens die Probleme hatte, dass meine Haut halt hier mit der Sonnenallergie sehr böse unterwegs war, habe ich mir das versucht drauf zu machund konnte es direkt so runternehmen. Es hat richtig Würstchen gebildet und gekrümmelt. Direkt. Ne? Also auch wenn ich nicht viel davon verwendet habe. Und das fand ich ganz fürchterlich. Deswegen, das muss jetzt leider gehen. Und wenn ich mir das auch so angucke, ne, es löst sich auch schon von den Seiten. Ich glaube nicht, dass es so muss. Ja, riecht auch ein bisschen merkwürdig. Geht jetzt weg. Eine Bodylotion. Nein, doch, das ist eine Bodylotion. Genau, habe ich leer gemacht mit Kirschblüte und Reismilch von Isana. Ne, ihr merkt so ein bisschen, dass ich sehr, sehr gerne diese ganzen Kirschblütendüfte liebe. Sehr gerne liebe vor allem, ja. Das ist super toll. Mit Extrakten aus Kirschblüte, Reis und Milch für trockene Haut. Das ist in einem Pumpenspender gewesen. Ist super toll eingezogen und ich mochte das einfach so gerne, habe es gerne verwendet und wenn ich mal irgendwann Bedarf hätte, mir sowas wieder nochmal neu zu kaufen, wobei das, glaube ich, im Ausverkauf war, ich würde es mir nochmal kaufen, weil es so schön war, aber ich habe noch so viele Bodylotions, also von daher wird demnächst keine neue gekauft werden. Ja, war aber toll, kann ich euch echt empfehlen. Oh. So, dann habe ich für meine Füße zwei Produkte leer gemacht. Einmal von Balea den Fuß- und Nagelbalsam mit Shea Butter. Der war toll. Der wurde direkt abends nach dem Duschen drauf gemacht und war nicht so schnell einziehend. Das hat ziemlich lange gedauert und hat dann aber die Füße unfassbar schön gepflegt. Das muss ich sagen. Ich habe den auch quasi als Fußmaske ja immer verwendet. Ne? Ich habe ein bisschen mehr drauf gemacht, Socken drüber gezogen, über Nacht einwirken lassen. Bombastisch. Kann ich empfehlen. Tolle Geschichte. Ja, das Produkt von Styx, das wollte ich eigentlich aus Gag mal benutzen und probieren, weil hier halt drauf steht Kartoffelhandbalsam. Und das habe ich dann für die Füße verwendet, weil ich dachte, an den Händen wird es bestimmt total stinken. Pustekuchen. Der Duft ist so geil, ohne Witz jetzt. Es riecht so schön süß. Oh. Süß-orientalisch, würde ich mal so sagen. Joa. Hat mir echt gut gefallen und der hat schön gepflegt. Es war halt für die Füße bei mir und das war echt geil. Das war wirklich gut. Kann ich empfehlen. Tolles Produkt. Hätte ich nicht gedacht. Dachte, das wäre ein Gag. War es nicht. So, dann habe ich noch ein Duschgel verwendet und zwar passend zu dem Shampoo und der Spülung von Comfort Zone Tranquility Shower Gel. Auch da super Pflegewirkung, super Reinigung, Duft. Nicht mein Fall. Ein Peeling von Yves Rocher habe ich leer gemacht. Das ging für den Körper halt drauf. Botanical Scrub mit Aprikosenpuder.
Puder, Apricot Powder. Ja, war in Ordnung, war auch ja nichts, was mir jetzt in Erinnerung geblieben wäre. Ich habe das auch schon wieder vergessen, ob das jetzt geil war. War für den Körper, steht ja auch drauf, genau. Würde ich mir jetzt nicht nachkaufen, hat mich nicht umgehauen. Jetzt kommen wir zu einem, es ist für den Körper. Ne, das sind halt diese Menstruationstassen von Mosquito. Da habe ich jetzt hier die Verpackung exemplarisch, weil ich die Tassen hier in Verwendung habe. Lumunu. Verlinke ich die unten in der Infobox. Interessantes Gefühl. Aber ich muss sagen, eine super Alternative zu Tampons. Wirklich. Wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, so an sich rumzu, ne? Und die reinzufriemeln und wieder rauszufriemeln, dann ist alles okay. Und vor allem auf der Arbeit ist es so angenehm, weil du musst dein OB nicht wechseln. Das ist sehr, sehr angenehm. Ja, weil du kannst es, glaube ich, bis zu 12 Stunden drin lassen oder so. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf. Aber kann ich jeder Frau einfach ans Herz legen, ja, wenn man es hinkriegt. Es waren 2 verschiedene Größen. Die kleinere davon sollte man quasi verwenden, wenn man etwas jünger ist oder wenn man halt noch kein Kind gekriegt hat. Genau, und die Größe halt, wenn man halt unten entsprechend geweitet ist. Das hört sich doof an, aber ne, wie ist das denn? Auch bei Tampons musst du ja unterschiedliche Größen haben. Das hast du bei den Dingern auch. Ich find's toll. Ich kann's empfehlen. Ne? Dann habe ich hier ein Produkt, was ich euch nicht empfehlen kann, von Charlotte Eden. Figurschön plus Kapseln. Ne? Ich habe die verwendet. Ich habe die benutzt. Hat bei mir gar nichts gemacht. Und dann wurde ich auch noch darauf hingewiesen, dass es ja auch irgendwie sein kann, dass es nicht so gut ist für den Körper, wenn man da auch noch zusätzlich Kupfer hinzufügt. Auch wahr. 2x täglich jeweils eine Kapsel zum Mittagessen und eine Kapsel zum Abendessen. Habe ich alles gemacht. Es hat sich nichts verändert. Null, nada, niente. Flop. Für den Körper packe ich dir 2 Produkte mit rein. Einmal von M. Asam. Das ist eine White Chocolate Hand Cream. Also eine Handcreme mit weißer Schokolade. Und die ist riesig. Ja, die kommt mit. Und von Cartier ein Duschgel, Cartier Declaration, das sind 100 Milliliter hier drin. Das kommt auch mit in die Verlosungskiste. Dekorative Kosmetik und Co. ist jetzt nicht so viel. Ich mache demnächst die Klatter und ich mache ja meine Aussortiertkiste immer separat. Also von daher habe ich hier tatsächlich nur 3 Teile, wovon ein Teil eine Kosmetikbücherbox ist. Das ist quasi und Co. Also das ist eine schöne Box gewesen von Ebelin. Ich mag diese Motivboxen. Wir haben sonst nirgendwo irgendwelche Mehrwegviecher, außer unsere feuchten Allzweckreinigungstücher und unsere Kosmetiktücher. Also die beiden, ne? Ich habe von Tampons auf meine Menstruationstassen umgestellt. Ich habe von Abschminkpads auf meine Mehrwegpads umgestellt. Lasst mir die Sachen doch bitte. Es gibt so viele, die sich immer darüber beschweren, dass ich das aufbrauche. Aber Leute, ich schränke mich echt schon ein. Ja, und mache es ehrlich gesagt auch gerne. Aber es muss ja alles peu à peu gehen. Ich kann ja nicht mein ganzes Leben auf einmal ändern. Und ich liebe einfach, dass überall diese Tücher rumstehen und man sie verwenden kann. Ich kann ja nicht überall feuchten Lappen hinlegen oder so. Die sind echt toll, ne? Die werden halt auch echt immer gerne von Gästen und so genommen, wenn du die auf dem Tisch stehen hast. Und ja, ich finde die toll. Ich habe sie hier stehen und überall bei uns in der Wohnung. 2 Augenprodukte habe ich aufgebraucht. Einmal von Love Cosmetics den Effectful Concealer Pen Radiance Booster in der Farbe Wake Up Peach. Den fand ich super. Der ist sehr, sehr leicht, sehr dezent, sehr freundlich. Mit einem Puffelding vorne dran. Ziemlich zugespackt, tut mir leid, aber er wurde halt echt verwendet. Ja, hat mir gut gefallen. Kann ich empfehlen. Wenn ich Bedarf hätte an Concealer, würde ich ihn mir nachkaufen, weil er echt toll ist. Auch gerade jetzt so im Sommer, wenn es ein bisschen leichter sein soll. Ne? Ja, ist gut. Ist nicht Full Coverage, aber das wollte ich auch nicht. Dann habe ich von Physicians Formula den Eyeliner aufgebraucht. Das ist der Eye Booster in der Farbe Ultra Black. Bei dem Teil ist das einfach, ich verlinke das auch mal unten in der Infobox, denn ich fand den super. Der malt nicht nur toll, weil der hat vorne quasi so Härchen. Ne, das ist keine Filzspitze, das sind Härchen. Sondern der hat halt auch mit drin, in sich drin, quasi, so ein Boost-Vieh für deine Wimpern. Also quasi ein Wimpernserum. Mega gut, kann ich echt empfehlen. Ist mir aber ehrlich gesagt sehr, sehr schnell leer gegangen. Also, ich weiß gar nicht, den hatte ich nicht lange. Der ist mir ruckzuck leer gegangen, leider. Aber ich fand den toll, richtig geil. Im Bereich dekorative Kosmetik und Co. packe ich dir mit in dein Gewinnerpaket von Love, einen Lippenstift. Und das ist eine ziemlich coole Farbe. Und zwar Nummer 551 Lippe Fair Christina's Red. Das ist so ein richtig schönes, sattes Rot.
Schwupps, da sind wir auch schon fast am Ende. Es geht jetzt um das Probenprojekt, was ich so habe. Und zwar habe ich ja letzten Monat mir 5 Proben rausgesucht. Das sind diese 5, die habe ich alle aufgebraucht und kann dir dazu jetzt was erzählen. So, Garnier wahre Schätze schützende Pflegecreme ohne Ausspülen, Argan Mandelcreme mit Arganöl aus Marokko. Das ist so ein Leave-In. Und da hat die Vergangenheits-Claudi, der Zukunfts-Claudi ein Zettelchen geschrieben. Die Pflege ist gut, der Geruch ist gut. Das hat für 2 Anwendungen bei mir gereicht. Das Problem ist, dass die Haare dadurch stark verkleben. Genau. Und also man hätte es vielleicht vorher ins trockene Haar geben sollen, einen halben Tag einwirken lassen und dann ausspülen. Weil den Tag, nachdem ich das verwendet habe und dann duschen war, danach hatte ich super schöne Haare. Dafür ist es vielleicht ganz schön. Aber als Leave-In, das fühlte sich alles sehr klebrig und wappig an. Das war nicht so meins. Dann habe ich von Shiseido die Benefianze Wrinkling Smoothing Cream leer gemacht. Die war toll. Ei, ei, ei. Aber ich weiß ja auch, wie viel die so kostet, ne? Wenn man die so im Laden kauft. Die war super sanft und hat alles so wirklich smooth und weich gemacht, ne? Die war echt toll. Aber so teuer. Dann habe ich von Lancôme Teint Idol Ultra Wear, das ist eine Foundation gewesen, in der Farbe 03 Beige Diafan. Das habe ich benutzt und dachte erst, oh, das ist aber dunkel. Nee, es hat echt gut ausgesehen und das war so ein schöner Geruch. Oh, die hat echt gut gerochen und die hat schön gesessen und die war toll. Ich habe leider kein Foto gemacht, aber sie war echt toll. Vielleicht irgendwann mal in diesem Universum, aber sie war echt schön. Genau, dann habe ich auch ein Parfüm leer gemacht. Cartier Déclaration Eau de Toilette, das war hier mit drin. Und hier haben wir den kleinen Parfümeur. Hat gut gerochen, sehr dezent, finde ich. Also für Cartier hätte ich eigentlich gedacht, das wäre wohl ein bisschen intensiver vom Duft her. War sehr dezent. Also das ist auch sehr schnell verflogen leider. War aber in Ordnung vom Duft. L'Oréal Skin Expert Paris, die Detox-Maske Tonerde Absolue. Gesund, strahlender Teint, 3 Tonerden und Tiefkohle. Das war eine Anwendung. Die war gut. Die hat mir gut gefallen. Die hat die Haut schön gereinigt und ein frisches, gereinigtes Gefühl hinterlassen. War nett. Hat mir gefallen. Ja. Das Probenprojekt gefällt mir. Und für den Monat Juni habe ich mir diese Proben ausgesucht. Einmal von Benefit die Hello Happy Soft Blur Foundation in der Farbe 2, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist die 2. Steht auf jeden Fall eine 2 oben drauf. Die ist wirklich klein und süß. Mal gucken, ob ich die leer kriege, ne? Weil das ist schon eine ziemlich große Geschichte. Sie ist süß. Oh, ich finde sie niedlich. Dann habe ich mir von Ico Infusions die Hair Fresh Ups ausgesucht. Perfume Sheets. Ja, ne? Dann von Mixer Innovation Hyaluro Fresh Body Lotion. Genau, mit Hyaluronsäure, sekundenschnell eingezogen und 48 Stunden Feuchtigkeit. Das wollte ich mal austesten, wie ich die so finde. Mixer soll ja eine ganz, ganz angenehme Marke für ganz empfindliche Haut sein. Und das wollte ich auf jeden Fall mal testen. Dann habe ich von Ciaia Antioxidation Dull Slack and Sensitive Skin Acai Berry Against Tech Neck Effekt eine Übernachtmaske für Gesicht und Hals. Und last but not least von Clarins eine Extra Firming Augencreme mit Känguru Blume. Känguru Flower steht da drauf. Das wollte ich auch mal austesten. Als letztes kommt mit in das Gewinnerpaket von L'Oréal Elvital Total Repair 5 Rapid Reviver Tiefenspülung intensive Reparatur für geschädigtes Haar, damit ihr auch ein bisschen ein Probenprojekt haben könnt. Eine Probe. Das war's. Ich glaube, ich habe jetzt echt 1,5 Stunden gequatscht. Ich hoffe, dass ich euch das auf eine annehmbare Länge zusammenschneiden kann. Ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen und fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Aufgebraucht-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, böse, solltest du, da, mich gerne kostenlos abonnieren, da würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!